Servus, habe die Ehre und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Video hier auf meinem YouTube-Kanälchen. Wie ihr seht, es ist ziemlich windig. Ich bin im Wald und ja, mag man ungern sein, wenn es stark windet. Von dem her ist heute ganz passend, dass ich eigentlich ein sehr schnelles Frage-Antwort-Video habe. Und zwar unsere liebe Katja aus dem Osten, aus dem wilden Osten. Grüße erstmal. Hat auf mein letztes Video, wo ich überhaupt darüber gesprochen habe mit Konferenzen und wieso soll ich mich da für ein Call of Paper bewerben, wie mag ja eh niemand zuhören und so weiter, mich einfach mal ja doch recht offen angefragt oder nachgefragt, ob es mir klar ist, dass es sich eigentlich so anhört, als ob ich vielleicht beim Stottern als quasi Powerband hernehme, irgendetwas nicht zu machen. Und liebe Katja, ich habe ja quasi darüber auch nachgedacht, was ich übrigens über all euer Feedback mache, von dem her vielen lieben Dank. Und ja, ich nehme mein Stottern sehr wahrscheinlich oft her als Ausrede, als Begründung, irgendetwas Neues nicht zu machen. Ja, und ich weiß, ich mache das vielleicht manchmal aktiv, aber ich denke, die Dunkelziffer ist noch viel höher, wo ich es einfach aus Reflex einfach dann gleich sage so, na, Alter, wieso sollte ich es machen? Ich meine, es ist mal so ganz plakativ, dass ich ein Hörbuch mache. Ihr werdet natürlich alle sagen, dass das irrsinnig ist. Aber ich denke da halt nicht mal darüber nach, sondern ich habe halt gleich den Reflex, einfach Nein zu sagen. Und wenn man jetzt einfach mal was nimmt, was jetzt nicht so komplett abwegig ist, wie jetzt beispielsweise ein Hörbuch, sondern eben eine Konferenztalk oder halt noch ein bisschen kleiner bei lokalen Meetups zu reden, da passiert das genauso mit dem Reflex, so, Alter, nein, wieso sollte ich und so weiter. Obwohl es da wahrscheinlich logisch betrachtet nicht mal so komplett daneben wäre, mich um einen so einen Talk oder um eine Session zu bewerben. Quasi von dem her werde ich wahrscheinlich mir mal anschauen, wie jetzt der Call of Paper Prozess bei der Hackerkiste quasi vor allem ist. Und vielleicht mache ich es dann ja mal wirklich, weil ich mich bewerbe, heißt ja noch überhaupt nicht, dass ich auch genommen werde. Aber ich sage, hier geht es ja nicht eigentlich um das eigentliche Ziel, einen Talk zu halten, sondern um die mentale Hemmschwelle, einfach es zu überwinden und mal das zu machen, was nicht in der Komfortzone ist. Oder einfach mal was zu machen, was außerhalb dem ist, was man bereits gewöhnt ist, was man kennt, wo man weiß, man kann es hin oder her. Und für alle, quasi, welche das vielleicht nicht so ganz verstehen können, wie sich das anfühlt, vielleicht kennt ihr die anderen Situationen. Beispielsweise, einer sagt, hey Euder, gehen wir Eislaufen? Oder hey Euder, gehen wir Skate, gehen wir Longboarden? Und ihr wiegelt ab, weil ich in meinem Gleichgewicht bin, ich bin viel zu schwer für das arme Dingsi und so weiter. Und ich glaube wirklich, dass es Mensch gegeben ist. Also ich glaube jetzt nicht, dass es eine große Schwäche irgendwas ist, sondern einfach, dass es in uns so quasi manifestiert ist, uns vor allem auch ein bisschen weniger zuzutrauen, als was wir vielleicht wirklich in der Lage sind, als auch wirklich, als was wir da wirklich erreichen könnten. Weil wie gesagt, Ausreden zu finden, ist glaube ich jeder von uns ein Meister. Da drin, es muss nicht immer negativ sein. Also zumindest, es muss nicht immer als böses, gemeintes Attribut gelten. Aber ich glaube wirklich, dass es dem Gesprächspartner vollkommen auffällt, quasi wenn man in diese, ja sagen wir mal, Klischee, in dieses Verhaltensmuster reinfällt. Jetzt ja nicht nur mit Stottern, sondern wie ich auch meinte, andere Beispiele mit einfach mal was Neues probieren, was man selbst noch nicht gemacht hat, wo man keine Referenzwerte hat. Wisst ihr, wie ich meine? Ich glaube nämlich quasi, würde ich mal so einen kleinen quasi Session bei einem Meetup,
Meetup oder so halten, würde ich, glaube ich, nicht mehr so oft nach Ausreden suchen, es gar nicht erst zu versuchen, weil dann hat man Erfahrungswerte und dann klappt es auch. Wie jetzt auch zum Beispiel, ich habe mich quasi über 2 Jahrzehnte lang nicht getraut, quasi zu longboarden, also auf einem langen Brett zu stehen. Ich habe es dann irgendwann mal gemacht und dann ging es auch relativ gut, bis ich dann eben leider durch meine MS wirklich nachweislich Probleme mit meinem Gleichgewicht habe. Aber das heißt ja nicht, dass ich nicht weiter übe, es wieder zu können. Weil glaubt mir, es fühlt sich wirklich sehr hart flauschig an, den eigenen Schatten zu überwinden und einfach, ja, was zu leisten, wo man immer dachte, oh, na, das kannst du gar nicht. Und es dann eben doch zu machen. Und wie erfolgreich es dann ja ist, ist ja relativ wurscht dann eigentlich. Beispielsweise auch wenn man dann nur auf einer geraden, ebenen, staubfreien Strecke longboarden konnte oder kann, wie ich zum Beispiel. Kurvenfahren sind immer etwas wirr. Egal, ich habe es geschafft. Meine Angst, mein dauerndes, nee, Alter, kann ich nicht, will ich nicht, bla bla bla, zu überwinden und es zu machen. Und ich hoffe einfach für mich, dass es genauso abläuft mit, ja, einfach den Sessions halten, Vorträge halten, egal was. Ob es wirklich dann so ist, mei, würden wir, ich erst wissen, erstens, wenn ich es gemacht habe und zweitens, wenn wir das gemeinsam dann hoffentlich evaluiert haben. Ja, genau. Aber wie gesagt, reden kann man viel und ich muss einfach auch mal wieder Tatsachen liefern. Deswegen, Katja, vielen lieben Dank für deinen Ping, quasi vielen lieben Dank für, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast, wie mein letztes Video auf dich gewirkt hat. Vielen lieben Dank und das ist auch eine Einladung an alle anderen. Macht das bitte, macht das bitte. Wenn ihr merkt, dass euch irgendwas komisch vorkommt, quasi in einem Video von mir, oder dass ihr denkt, ich rede um heißen Brei rum, keine Ahnung was, schreibt mich bitte direkt an, denn wie gesagt, das hier ist ja auch eine Art Selbsthilfegruppe quasi für mich, auch wenn ihr es vielleicht nicht wollt, aber ihr seid mein Gruppentherapeut und ich bin um Feedback, um Kommentare, auch wenn sie nicht positiv sind, immer dankbar. Deswegen, Katja, nochmal vielen Dank. Ihr anderen, schreibt mich einfach an. Auf dem Vögelchen, auf Instagram, auf LinkedIn. Hier bekommt ihr mich immer quasi zum Sprechen. Und ich hoffe einfach wirklich, dass wir einfach ein bisschen quasi zusammen wachsen. Jeder mit dem, was er erreichen will, jeder in seiner Geschwindigkeit, was er haben möchte. Und ja, einfach, dass wir heute im Jahr sagen können, ja, an diesen Punkten habe ich erfolgreich an mir gearbeitet. Denn auch wenn ich jetzt hier quasi immer so eine Ruhe halte, ich bin ehrlicher Meinung, jeder Mensch, jede Person kann und sollte an sich für irgendwas an sich arbeiten und wird damit auch erfolgreich haben oder erfolgreich sein, besser gesagt. Deswegen, vielen Dank nochmal, vielen Dank für all euren Support, eure Meinungen. Vielen Dank fürs über 105 Abos auf YouTube, für über 2500 Abos auf TikTok. Vielen lieben Dank und wie gesagt, wir hören uns wieder und vielleicht kann ich ja da mal berichten, dass ich wirklich einen Talk gehalten habe. Deswegen, macht es gut, Servus und Baba.